jetzt aber nun zum Wufi. Und hinter Wufi verbirgt sich nichts anderes als unsere Abkürzung für den Wunschfilm. Ja, hallo, meine Fotzebärchens und... Pingelingeling erstmal. Ja, komm. Da schon, stoßen wir mal mit Wasser an, ne? Mal Pingeling. Ja, hier, zweite Reihe, zweite Reihe hat nichts mehr zu sagen. Nee, ihr müsst doch mal mit uns reden, schon in Ordnung. Ja, ja, jetzt aber. Heute sitzen die Pärchen nämlich hintereinander. Ja, beziehungsweise die Störenfriede wurden ausgesourced, wie man das So, wie ihr schon gesehen habt, wir haben wieder lecker gekocht. Die Kampfmaschine ist als Spezialgast auch in diesem Video zugegen und wir haben... leckeren, Alter, selbstgemachten Döner hier, ne? Ja, wenn man absolut. Das mal sehen kann. Mega. Boah, das ist auch bei dem Fall ist schon noch nicht alles raus. Ja, ein bisschen was. Und den werden wir jetzt verköstigen. Und was gucken wir uns dabei an? Türkisch Star Wars. Ja, wenn du... Ihr kennt alle diese Einspieler oder hier so Clips aus dem Internet, ne? Jared Akin, so ganz heißt genau, der ja. Star des Films, ne? Türkischer Superstar der 70er und der 80er. Alle möglichen Türken kennen den, ja, die kennen alle seine Filme, die kennen auch türkisch Star Wars, weil das einer der trashigsten Filme aller Zeiten ist. Ja. Und ich glaube, er macht halt einfach alleine den Todesstern platt mit seiner Faust, überhaupt keine Waffe. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Warte. Wir reacten da sozusagen drauf, während wir den Döner essen. Ach, witzig! Aber, was haben wir hier? F.S. Pilsner. Ja, das ist natürlich dumm. Ist das türkisches Bier? Das gab es nicht in alkoholfrei. Jetzt habe ich Pingelingeling gemacht. Aber hier, der Kampfmaschine übergebe ich das einfach mal symbolisch dann. Ja. Ich mache da jetzt einfach auch auf. Ich trinke das aber egal. Jetzt, weil ich habe jetzt etwas anderes aufgemacht. Ah. Mal hier. Ich habe was aufgemacht. Ja, ich hab auch was aufgemacht. Ja, okay. Ich glaube, das letzte Mal vor 20 Jahren, als ich Wasser. Sky-Urlaub war, getrunken. Oder Raki. Oder was? Ja, Raki, ja. Guck mal, ja. Du hast gerade gesagt, ich bin gleich das andere. Ja, aber dann hat mir meine bessere Hälfte passiv-aggressiv erklärt, dass er auch ein zweites aufhat und ich das jetzt zu trinken habe. Ja. Auf den Fleischüberbringer. Ja, ja, natürlich. Das schmeckt schon so gut. Aber ich muss auch langsam essen, sonst wird es kalt. Ne? Herr Filmvorführer, können Sie den Film vielleicht in Wallung bringen? Moment. Rolle haben wir eingelegt? Ich muss erstmal die Spule einhängen. Ja. Mhm. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach. Also, so. Gut, ja. Weil ich ja ganz genau weiß, dass das Chaos wird, esse ich einfach jetzt, sonst ja, ist es hier kalt. Ich habe jetzt gerade schon reingebissen, die Schärfe ist jetzt schon geil, Alter. Mhm. Ja, Brot ist jetzt auch gut, also muss man echt mal sagen, ne? Also der Film fängt auch irgendwann an, eigentlich läuft jetzt die Eiswerbung noch nebenbei halt. Ja. Dann kommt die Tante hier noch irgendwie auch in den Garten hier, weißt du, und Eis. Oh. Ja. Schon funky, ey. Aber das ist ja hier Battlestar Galactica. Ich hab das genommen, was gerade halt im Film. Oh, da sieht man schon hier. Aber die Musik ist Battlestar Galactica. Ich hab das genommen, was sie gerade hier an VHS gefunden haben. Kann auch sein, dass wir gleich die weiße Eigenmusik oder sowas sehen. Also ich erinnere mich, dass da Flash Gordon Musik auftaucht. Ja, das ist Battlestar Galactica jetzt Musik. Das ist bestimmt 6 Millionen Dollar von der Rakete. Aber die Qualität ist auch voll scheiße. Also so von ja, ich habe ja noch eine. Das ist alles so grünlich. Eine HD-Version, ne? Da ist das auch alles. Also vernünftig sieht das aus, nicht so zusammengedrückt. Ja, ich dachte, wir gucken das mal mit englischen Untertiteln, damit man überhaupt was versteht. Ja, sonst hätte die Kampfmaschine uns halt die ganze Zeit übersetzen können. Das ist wie die Mini-Comics von den Origins. Man reiht sich den Rest zusammen. Ja. Hier ein Meter davon genommen? Ja klar. Meter Küchenmarkt. Ein Meter, eine Mark. Also ich muss sagen, das Brot ist nicht gut gelungen. Ich kann nicht glauben. Ja, auch mit dem Kümmel, da muss er ja sein, ne? Perfekt bestreut, ne? Ja. Mhm. Da war ein Meister am Werk. Siehst du euch rein, der hat das links endlich bestreut, da, der Dude da hinten. Beim Döner kann man doch eigentlich, das ist also kein Schwein mehr.
Ist das jetzt eigentlich korrekt übersetzt, ja, was da oben steht? Ja, in etwa schon, würde ich sagen. Ich verstehe auch nicht so viel Türkisch, ne? Aber es ist so sinngemäß einfach übersetzt, ne? Geil, glaube ich. Oh, scheiße, das Zeug ist echt scharf. Geil, ne? Das brennt morgen noch. Mit scharf, ey. Oi. Oh, Tatooine. Ja, die haben natürlich hier einfach alles Mögliche reingeschnitten. Ne? Ich glaube, da war gerade eine Szene vom Making of oder so. Ja, das war total random irgendwie. Und dann die Szene war schon das dritte Mal oder so. Das war auch so ein 80er-Jahre-Film, wo sie da mal auf Kampfstadt Galactica ganz viel drin. Du hast die Galactica gesehen, weißt du, und die Vipers halt. Da ist er. Da ist er doch. Jared Arkin. Der hält meine Güte. Echt, ist das so ein Ding gewesen, was man dann irgendwie, keine Ahnung, im türkischen Fernsehen so mittags geguckt hat? So Zeugs? Liefen die im Fernsehen denn, oder? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du die halt auf VHS-Kasse, jetzt kommt der türkische Darth Vader. Geil. Ja. Das ist doch mir von Gorman, die Style, kenn ich doch. Geil. Alter, was so, boah, den als Actionfigur, alter Vater, ey, den als Actionfigur für so Faktor. Noch nichts. Gab's dazu Actionfiguren? Ja, hier Usai. Weil die Usai ist halt ein Komplex. Alter, du hast Papa, oder? Alter, so geil. Oh mein Gott, das ist ja großartig. Das ist ja ganz voller. Ich kenne halt nur ganz viele Einspieler von YouTube irgendwie. Aber ich habe das noch nie in Gänze geguckt. Tatsächlich? Nein, wirklich nicht. Weil ich mir dachte so, was soll der Scheiß? Aber ey, das mit dem Greenscreen haben sie ganz cool hingekriegt. Die haben sie einfach mit dem Stuhl von der Leinwand gesetzt, ja. Ach so! Und dann haben die den hier gemacht. Und im Hintergrund siehst du, ja, guck mal hier, siehst du. Ja, die Qualität ist halt grottig, von daher kann man es nicht so wirklich unterscheiden. Aber es geht halt direkt, ne, mit Sternkampf, mit Ja, geht direkt hier los mit Action. Kommt mir halt irgendwie bekannt vor. Alter, ist das wirklich so, dass es in der Türkei keine so GEMA oder irgendwas gibt? Nee, ne? Geh doch da mal Filme kaufen. Machen nur wir bekloppten Deutschen. Obwohl, das ist ja jetzt auch 40, 50 Jahre alt. Ja, heutzutage, klar, diese Filme, heutzutage, wenn du türkische Filme und so guckst, das ist wirklich richtig professionell Hollywood-Niveau. Wirklich geil. Gibt es sowas nicht mehr, aber das war halt auch eine andere Zeit einfach. Ja, das ist schon lange, lange her. Schweine von der letzten Bank, ey. Mal gucken, wie der Bauch hier auf dem Boden aussieht. Ich hätte mir den Gamma mal herstellen sollen, Alter. Nein, du willst alles sparen. Aber ich sag euch, wenn ihr Zeit investiert ins Kochen, werdet ihr am Ende echt hart belohnt. Ja. Nämlich mit was richtig geil. Ey, die Indiana Jones Musik. Ja. Ja. Die haben halt das genommen, was da war. Wie gesagt, es kann auch sein, dass wir gleich irgendwie, weiß ich nicht, Colsivas hören oder sowas. Ja, aber wer kommt denn da drauf? Der sagt so, ja, wir machen das einfach so. Jetzt ist der DSD weg. Naja. Ja. Ohne Scheiß, den Bösewicht, ey, von dem hätte ich jetzt schon gerne eine Actionfigur. Der sieht ja mega geil aus. This is a very dangerous situation, be careful. Entschuldigung. John Bell, Teil von 2.
aber es geht ja direkt ab irgendwie, oder ist das so eine Vorgeschichte oder was ich? Da haben sie auch gerade erzählt, dass ich auch was? Nee. Ich komme da irgendwie so nicht mit. No force can save you next time. Irgendwie muss man auch noch ein bisschen was von mir. Ja! Da ist Flash Gordon! Ja. Geil. Aber die Explosion sind ganz aus anderen Filmen. Oder sind sie laut oder? Alter, da kommt bestimmt noch ein bisschen dazu. Ja, da auch. Auch auf Flash Gordon. Hier auf Flash Gordon, ja. Boah, Eier. Mega. Ja. Gut. Oh, Fleisch geil, Soße geil, Schärfe geil. Mm. Das sind auch sehr kunstvoll inszenierte Szenen. Der ist irgendwie einfach mit der Kamera Flipper spielt, so ein bisschen. Aber ich würde mal interessieren, weil du sagst ja, die haben das irgendwie alles zusammen geklaut. Wovon die anderen geklauten Szenen sind. Alles rein, alles. Ich habe gerade gehört, Flash Gordon. Ja. Und aus allen möglichen Filmen halt zusammen. Aber ich finde das ja auch irgendwie schon wieder so eine Mesh-Up-Kunst. Man schmeißt einfach irgendwie was in den Topf und agiert dann dazu. Ja, das ist auch eine Arschnitterei, ne? Ja, ja. Ja, ich meine, das wird ja jetzt wohl richtig gefilmt sein, ne? Das sind ja wohl dann die Shooter. Man, das ist gerade so eine Gummi-Hexe, geil. Ja, hier, boah, nee, wie heißt das bei Fox and Enterprise? Ja. Der langsamste Kampf aller Zeiten. So, jetzt sind die auf diesem Planeten da gestrandet, daran kann ich mich noch gut erinnern. Mhm. Und jetzt kommen gleich irgendwelche Viecher. Die sehen so ein bisschen aus, ja, weiß ich nicht. Wie die Teletubbies. Nein. Doch. Gegen die müssen natürlich kämpfen. Ja, der zerstückelt die richtig. Der zerstückelt die richtig. Ja, seine Hände sind aus Eisen, das ist leider sehen. Das ist so ein bisschen so hier. Ist auch so gleich ein paar Trainingsmontagen, ne? Die spinnen sich so Felsen an die Beine und springen so rum und alles. Alter, was ist hier passiert? Alter, die Outfits sind auch geil. Da müsste man jetzt mal Cosplay machen. Ja. Traut euch mal, macht mal so ein Cosplay. Sehr geil. Der Schauspieler Gerald Arkin ist der größte Actionstar der Türkei. Der größte. Es gibt keinen größeren. Es gibt auch, aber der war ja früher. Ja. Ist er immer noch so? Nein, ist er gestorben. Ja, aber er ist unerreicht bis heute. Es gab nie einen Nachfolger oder sowas, wo es heißt, irgendwie so, ja. Und der war auch, neben dass er Schauspieler war, war er auch entweder Professor oder Lehrer, eins von beiden. Also er war auch sehr gebildet, ja. Okay. Und ich habe ein Video gesehen, Jean-Claude Van Damme kennt auch seine Filme. Geil. Da ist Jean-Claude Van Damme im Interview, da ringt die Jürgen Arkan, er weiß sofort Bescheid, so, macht sofort die Bewegung von den Lachen. So. Geil. Ja. Also Van Damme kennt seine Filme auch. Hat er auch so Signature Moves, die er immer macht? Ja, immer den, ja. Boom. Immer mit den Händen, über seine Hände. Aber konnte der Martial Arts oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wenn du seine Filme so ein bisschen verfolgst, guckst, die Actionfilme, dann siehst du schon natürlich die Kameras. Die Kameras liegt auf 1000, ja. Aber du siehst von den Tritten, der Saltos, Flickflasche, der hat das auf jeden Fall schon drauf. Ne? Aber der hat die Flickflasche dann auch sehr. Ja, okay. Ja, komplett. Für ihn gab es kein Double. Ja, für den kommt man nicht Double. Das war. Oh nein! Boah, ist das lecker. Ja, da müssen wir rein. Scheiße. Der hätte Chuck Norris weggeknatscht. Chuck Norris ist nichts gegen den. Das ist ja mal eine Ansage. Ja, gut. Den Kampf werden wir wahrscheinlich nie sehen, aber. Ach. Welchen Kampf? Ich meine, hört hier hinten so schlecht. Chuck Norris gegen Gerald Arkin. Achso. Ja, jetzt ist er ein bisschen zu. Und die Kampfmaschine sagt gerade, der hätte Chuck Norris weggeknatscht.
100 Pro. Aber sofort, so direkt ein Schlag genickt. Das war richtig köstlich. Ja. Also, ich weiß auch, ich bin jetzt super satt und und ich gebe dir einen Tipp. Ja. Und die nächsten Tage nicht hier in diese Ecke. Oh nein! Wie bei der Muppet Show, wenn der Koch weiß, ja. Mehrere Brötchen, bam, bam, bam. Geil, ja. Guck mal, wenn hier raus warst, der hat doch so ein Skelett-Ding da vorne. Also. Ah, die Schlitten, Brustbohr. Die aus wie Telefax, komm auch noch. Ey, sieht ja aus wie aus dem Auto. Ey, was für Schnitte, das ist total abgefahren. Spaß. Die Viecher sehen aus wie aus irgendeinem Kamen Rider-Ding irgendwie. Die haben auch so random Schnitte irgendwie. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, als Zuschauer, wo der Schnitt ist irgendwie. Das ist einfach so pom, 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 pom. Ja. Geredet, ja. Geil. Ach du Scheiße. Was für Welten eröffnen sich jetzt hier? Ja, ach, die haben die gefangen. Das habe ich dann nicht mitgekriegt. Nee, irgendwie, weil so viel passiert. Einfach ja. Am Stück. Ja, geil. Hättest du noch einen Stopp, Alter. Du kommst gar nicht hinterher irgendwie. Was die jetzt von dir wollen? Aber jetzt überleg mal, du hast sowas als Kind gesehen, Alter. Voll geil. Ja, dann bist du voll. Ja, Galactica. Die sahen aus wie diese Drohnenroboter gerade. Nur, ja, von Wisch bestellt, ne? Ey, von dem wie eine Actionfigur, von diesem Imperator Ming-Klon. Ja, aber meine, gibt's ja welche, weißt du da was von? Nein, gibt's ja nicht. Nee. Wir haben gerade schon natürlich gefragt. Also, ja, wir kriegen das kriegt ihr hinten nichts mit. Aber ja, kriegt ihr die eigentlich mit? Weißt du, vor mir ist ja leider in der ersten Reihe. Ja. Was denn hier? Ja, natürlich in meiner ersten Reihe. Aber es kann doch einfach lauter Scheiße sein, das ist gar richtig. Kein Problem. Muss das sein? Los, Laser! Ja. Oh, ja. Keine Gnade, das wirst du das Alter. Geben. Boah, da hat Sack Blut. Ja, er wird aber nicht mehr lange zugucken, ja? Mm. Er kann ja nicht, er schreitet jetzt ein und macht diese Pseudo-Mad Max-Typen da platt. Fight against Injustice. Kämpfe gegen die Ungerechtigkeit, genau. Schon ausgezogen, ja. 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 Nee, ja. Müsst ihr irgendwas machen? Was machst du das? Was bin ich? Ja, aber ihr kennt das ja. Wir gucken den Film immer nur so lange, bis wir aufgegessen haben. Dann blenden wir den Trailer ein und dann kommen wir mit dem Fazit am Ende des Films zurück. Ne? Das war auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Ja, finde ich auch. Weil da geht es direkt rein, man kann direkt über irgendwas reden, man muss gar nicht reinkommen, man ist eigentlich direkt drin. Ich finde ihn schon sehr der ist aber auch die von E-Mail gerade, Extender, Alter. Wir sind jetzt von den Schilder aus, als wäre das ein Extender gewesen. Hat denn die auch hier mit den waagerechten Dingern vom Gesicht? Alter, und jetzt hier in der Ahnung, also, das ist eine Extender. Ja, wir gucken uns jetzt den Trailer an und dann sehen wir uns gleich mit dem Fazit wieder. Mit der Regie, dem DSG und der Kampfmaschine natürlich. Ne? Bis gleich. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. So, wir sind zurück. Wir gucken uns die letzten Minuten dieses großartigen Streifens an. Wir gerade einen Kopf abgerissen wie ein Mann. Uiuiui, ui, ui. Und jetzt läuft er rum. Uiuiui. Ui, 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 ui. Weil die Schultern hier über dem Kopf nochmal so, weißt du, bei der Schilone wieder. Ja, von Kampfstein Galactica. Ja, aber was haben denn jetzt die Star Wars? Die sind ja jetzt auf einem Planeten und kämpfen, aber trotzdem sieht man diese Star Wars Einspieler jetzt schon wieder, ja, da. Es herrscht halt überall Krieg. Es herrscht halt überall Krieg. Es fällt da noch ein Boden der Haut. Also ich habe jetzt auch nicht alles verstanden. Also der Bösewicht sammelt Gehirne. Ja, und was Bösewichte so machen, ne? Er klopft sich halt und sein Kollege Schild
ist denn sein Kollege eigentlich? Den gibt's gar nicht mehr. Der ist ausgewandert. Nee, der ist ja, nein, der ist gestorben. Der ist so in seinen Armen gestorben. Das habt ihr nicht gesehen, aber wir halt. Ja. Und dann hier, starb hin, starb weg. Was jetzt? Oh, jetzt kriegt er Sägeblätter. Panini-Sterne, ja. So. Oh. Eigentlich so lackierte Teller sind ja. Ich weiß noch nicht, über was sie sich da hinten unterhalten, aber das sind halt die Lümmel aus der letzten Bank, ne? Sehen Sie das da? Das ist unser Bildungsschuppen. Aber Bildung wird vorwiegend klein geschrieben. Dafür sorgen die Lümmel von der ersten Bank. Wäre auch vielleicht mal ein Film, auf den man reagieren sollte. Die Lümmel aus der letzten Bank. Ist das die Teilchen nicht? Ja, bestimmt auch. Hier diese typisch deutsche, schlechte, trashige 60er Jahre. In der Schule, wie die Lehrer verarscht. Ja. Lass die sich mal unterhalten. Ja, wir machen hier mal Business. Wir machen Business. Ja, weil wir machen. Wir machen ja jetzt echt Business. Vor laufender Kamera. Was ist denn jetzt? Er ist jetzt bei dem Endgegner angelangt. Der Endgegner hat natürlich eine Spezialwaffe. Die da jetzt, was ist die Spezialwaffe? Er kann ihn mit irgendwas blenden. Ich weiß nicht, so ein Speer oder sowas. Ja, den Speer haben wir ja eben gesehen. Ich will eine Actionfigur von diesem Bösewicht haben, ne? Also, das ist ja ganz großartig. Jetzt auch. Einfach einen Stein reingegeben, boom, bam. Aber seit wann explodieren denn Steine? Das ist halt, der hat jetzt so Handschuhe. Seit Master. So spezielle Schuhe. So, jetzt hat er einen. Jetzt ist Feierabend. So. Boah, jetzt rückt er ihm die Augen aus. Nee, ach nee. Man kann hier nur rülpsen, wir werden gar nicht machen. Guck mal, er sieht aus wie Serge Tankian. Ja, ja. Die war ich damals im Kindergarten. Ah, nee. Jetzt sind echt die zwei Teile. Guck mal, wie geil. Einfach schwarz gemacht. Ja, weil er ja in zwei Hälften geteilt hat. Ja, ich hab das schon mal gemacht. Wir packen das dann aus, ne? Ja. Hast du uns ja jetzt das Ja gegeben. Ja, danke. Was? Ja, du hast das auspacken jetzt. Ja. Nee, hab ich nicht gesagt. Doch. Ich weiß auch nicht, was der auspacken soll. Ja, jetzt mal zugehört, aber wir werden hier hinten ja nicht beachtet. Ja, ihr müsst euch auch hier, wie findet wir... Wir haben uns jetzt an die integriert. Ja, natürlich, wir machen uns jetzt an die Schwarze. Wir haben so, wie fanden die jetzt, dieses großartige Meisterwerk? Türkisch Star Wars. Ja, bitte. Wie fandet ihr denn jetzt dieses großartige Meisterwerk? Ja, es ist viel Spaß hier. Das ist ein Moment, es ist auf jeden Fall ein Moment, der Film ist. Es ist irgendwie alles. Das ist so ein bisschen Monty Python-Style, ich weiß nicht, alles. Ja, stimmt. So, goodbye, man from Earth. Goodbye. Aber das ist ja auch so, dass er... Geht schon, bumm. Ja, noch die Indie-Musik schön auf der... Ja, ja. Was denn? Nichts. Ich fand das hart verständlich. Für mich war das tatsächlich wie so Drogentrip. Also ganz, aber das ist ganz ein Wirscher Schall. Das war am Anfang schon die Sequenz. Aber das kommt nie ganz gut. Das ist so eine neue. Kurz so Druckabfall, weißt du? Terminator 2 mit der Musik vom Weißen Hals. Ende? Ja. Song ist Ende, ja. Dann war es das jetzt auch mit Türkisch Star Wars, mit der Kampfmaschine, dem DC und der lieben Regie hier auf diesem illustren Kanal. Ja, kurzes Fazit, in drei Worte den Film beschreiben. Drei. Abgefahrene Scheiße, Mann. Krieg der Sterne. Juliet, krass, Arkin. So, es waren vier. So. Und ich sag nur, vielen Dank. Ja. Scheißegal, abschalten jetzt. Abschalten, einfach abschalten.